Ja, hallo und herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen zur 48. Episode des Happy in Harmony Podcastes. 48. 48. Und wie heißt er heute nochmal? Wie heißt er? Wie heißt er heute nochmal? Hast du heute einen Habe Dialekt? ich Heuster gesagt? Wie heißt er? Fortnite, Minecraft und Co. Bullabü war gestern, oder? Ja, genau. Und schon wieder letztendlich warum kommen wir überhaupt darauf? Weil wir auch jetzt wieder ein Coaching-Erlebnis hatten, als auch deswegen auch heute am Samstag in unserer Lerncoach-Ausbildung in München. In Frankfurt hatten wir es nicht, aber das Thema in München hatten wir. Ja, was ist eigentlich mit den Computerspielen? Ja, das ist ein häufiges Thema, glaube ich. Das ist eins, was, glaube ich, vielen Eltern und auch ja, Kindern brennend auf der Seele brennt. Habe ich das gut gesagt? Naja, was so ein Thema ist für sie alle und was sie beschäftigt und was oft auch für Zoff innerhalb der Familie sorgt. Ja, warum? Naja, weil die Eltern denken, die Kinder sind die ganze Zeit, die zocken nur noch, die machen nichts anderes mehr. Die sollten sich mal um die Schule kümmern, anstatt ständig zu zocken und irgendwas zu tun, Ballerspiele zu machen. So sieht es aus. Deswegen wollen die Kinder uns auch immer, was schon immer witzig ist, willst du noch ein bisschen zu mir So. herrutschen? Ja, Oh, das sieht gut aus. was schon immer Hallo. witzig ist auch beim Wissensstaubsauger, nächste Woche geht der erste los. Da wird es wieder so sein, dass viele Kinder bei der Vorstellungsrunde, wenn wir fragen, was machst du denn in deiner Freizeit oder was ist dein Hobby, dass sie dann auf jeden Fall nicht sagen, zocken. Sie trauen sich das erstmal gar nicht zu sagen. Sagen Sie, es kommt dann so nachher raus. So, ich spiele noch ein bisschen am Computer. So ein bisschen. Ne, stimmt. Nee, das kommt, sagen sie meistens noch nicht mal. Dann doch später schon. Später sagen Sie es schon. Ja, wenn dann Und einer sagen sich Sie traut und schon. dann kommt schon, ja, ich zock auch und. Ja, sonst wüssten wir das ja nicht, wenn Sie es nicht sagen würden. Und auf jeden Fall war es jetzt auch so, dass das Computerspielen sehr viel oder ein sehr großes Thema in der Familie war und bei dem Coachie, der bei uns war. Ja, war ein großes Thema, ja, weil er ständig, er hat, der, wenn du von ihm sprichst, hatte ständig den Eindruck, dass in dem Fall die Mama oder der Papa sagen, oh, lass es mal sein. Und ständig gab es da so Kämpfe darum, wie lange Und er ich. denn am Computer oder auch am Handy was machen darf. Ja. Und auch wenn schlechte Noten kommen, wird er damit bestraft, dass es dann, genau, dass er weniger spielen darf, bis gar nicht mehr. Ja, auch ist es dann, ist die Konsole weg oder das Handy ist weg. Genau, und eine Wenn die Noten schlecht Steigerung, sind. genau, wenn er sitzen bleibt, dann wird Handy und Konsole verkauft. Hoppala, Bist du mein hingefallen? Stuhl Nein. kippelt. Ja. Und dazu ist es uns sehr wichtig, doch mal eine Episode zu machen, weil es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass nicht jedes Kind gleich computersüchtig ist. Ja, es ist so ein Thema, das ist so ein bisschen hysterisch. Ne? Kann man sagen, es ist ein bisschen Hysteriform von Seiten der Familie, von vielen Medien auch gemacht, finde ich. So, das ist so, Handy, schlechte Noten, das ist die Generation. Wir früher haben noch draußen in der Natur gespielt und jetzt die Kinder nur noch vor der Mattscheibe. Nur noch online. Nur noch online. Ständig. Ja, und manche sagen, aber ich finde gut, dass du sagst Mattscheibe, weil manche Eltern sagen auch, oh, wenn sie sich wenigstens mal ein bisschen vor dem Fernseher setzen würden und nicht immer zocken. Und dann ist so meine Frage, ist Fernsehen besser? Ja, das denken viele Eltern, dass es besser ist. Aber Ne? wenn man so guckt, was im Fernsehen läuft, ich weiß nicht. Ich finde sogar, wenn die Jugendlichen YouTube oder Netflix oder sowas schauen, finde ich sogar noch besser, weil sie zielgerichteter schauen. Ne? Es ist nicht so, ich gucke mir jeden Bullshit an, der da im Fernsehen läuft, Ja, wir finde haben uns ich. früher noch so berieseln lassen, von morgens bis, also ich zum Beispiel, Gab es ja nicht nichts ich, anderes. die Sendungen, es gab nicht so viele Sender, ja, also ja, man verblieb gerne bei einem, ja. Und du hast ja recherchiert, ich erzähle ja immer auch in der Lerncoach-Ausbildung, du Recherchiert. hatte irgendwie Wortfindungsstörungen. Und da ist es zum Beispiel, es gab eine DAK-Studie, da wurde festgestellt, dass circa 3 Millionen der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen regelmäßig zocken. Ganz schön viel, oder? Ja, und ich finde, weiß gar nicht, wurde das eigentlich auch mal untersucht zu meiner Zeit? Also ich meine, da war Zu gerade deiner so, Zeit gab es da schon. ja, da gab es Atari und sowas schon und da haben wir auch viel gespielt. So, ich habe gedacht. Und
Und dann davon sagt man, von diesen 3 Millionen sind ungefähr 15% gehören zur gefährdeten Gruppe, Was immer gefährdet ist. was es auch immer bedeutet, ja. Und was hast du noch rausgefunden? Ja, dass 3,3% hier schon eine Computerabhängigkeit haben sollen. Das heißt, dass die auch Entzugserscheinungen haben, dass sie die ganze Zeit nur noch an Computerspielen denken und nichts anderes mehr in ihrem Kopf rumschwirrt. Und dadurch sind sie natürlich auch schon verhaltensgeändert. Sie machen nicht mehr die Dinge, die sie normalerweise, wie die Menschen behaupten, sonst tun würden, sondern sie spielen nur noch und kommen gar nicht mehr zu den Mahlzeiten auf Toilette. Es ist alles Ja, aber das nur noch ist, das im Kopf. und da muss man aber wirklich sagen, das ist schon eine extreme Form. Und das ist, heißt, ist jetzt nicht so, wenn jetzt ein Kind ist, ist ausgemacht, du darfst jetzt, was weiß ich, 1 Stunde oder 2 Stunden am Tag spielen. Und es ist nicht abhängig, wenn es sauer reagiert, wenn nach dieser Zeit, nach 1 Stunde, einfach der Computer abgeschaltet wird. Das ist zum Beispiel mir auch wichtig, dass das verstanden wird. Das ist doch nicht, die sind jetzt nicht süchtig, weil dann manche sagen, der Controller fliegt dann oder ich reagiere dann schon sauer. Und da finde ich schon wieder, da wird wieder nicht nach dem Warum gefragt. Warum sind sie dann sauer? Warum sind sie sauer? Und das habe ich. Ich habe das letzte Mal gesagt, es geht mir so, wenn ich an der Homepage arbeite oder ja, da was verändere, ein neues Design mache, eine neue Seite mache und du sagst so, und jetzt hör mal auf und essen jetzt was oder gehen mit dem Hund oder so irgendwas, dann ist es für mich auch so ein Druck und ich denke, ah, wenn ich jetzt nur noch eine Viertelstunde dranbleiben würde, dann hätte ich es fertig. Aber wenn ich jetzt aufhöre, bis ich nächstes Mal wieder drin bin, dauert es viel länger. Das ist bei den Und Kindern auch so. Die ja, und sind dann dann in ärgert es mich. einer Ich meine, brenzligen Situation für womöglich im Spiel im und es ist gerade und dann kommt die Level Mama, bitte zum Abendessen kommen und dann ist man aus. raus. Das ist blöd. Das könnte ich auch manchmal verstehen. Ja, weil du kriegst dann die Punkte nicht, kriegst das Level nicht. Das kann ich schon auch verstehen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, das zu verstehen. Und ich finde auch die Aussage von dem, ist es ein Psychologe, von dem Ein Psychiater, Kinder- Psychiater, Jugendpsychiater. Kinder- und Jugendpsychiater, von dem Michael Schulte-Marquardt. Der Professor an der Uni in Hamburg ist. Danke. Das war der Untertitel dazu. Welcher Untertitel? Ach so, Untertitel. Zu dem Namen. Dass er auch, ich finde das eine sehr, sehr schöne Aussage, die ich jetzt mal einfach ablese, nämlich kein Vater, keine Mutter wird einem Kind die Faszination für Kampf- und Ballerspiele nehmen, weil der Computer ausgeschaltet bleibt. Also, und der festen Meinung bin ich auch, ja. Ich glaube, dass genau das Gegenteil passiert. Ja, es ist, je mehr wir irgendwas verbieten, je interessanter wird es oft auch. Ne? Für die, das kennen wir doch selber. Das und das darfst du nicht essen, das und das darfst du nicht trinken. Was wollen wir? Das und das essen und das trinken, stimmt's? Ja, genau. Also es wächst eher der Reiz, wenn etwas verboten wird. Und das ist ja da genauso. Jetzt glaube ich allerdings, dass das Thema schon ein ernstzunehmendes Thema ist. Ja, Das, klar. also es ist auch ein Thema, was einfach in unsere Welt gehört. So ist es nun mal. Wir haben diese Spiele. Jetzt, welche Tipps können wir denn geben oder was ist auch, was wir als Tipps immer rausgeben? Ja, zunächst ist ja mal wichtig, was ich überhaupt das Wichtigste finde, ist tatsächlich in Beziehung zu sein zu den Kindern. Tatsächlich nicht irgendwas vorzugeben, zu sagen, du darfst nur noch 1 Stunde zocken, 2 oder was weiß ich, wie lange, sondern zu sagen, dass man erstmal einen Kompromiss findet, dass man erstmal fragt, was möchtest du denn? Was ist denn das, was du gerne hättest? Ja, was ist da? Können wir da vielleicht einen Kompromiss? Ich finde das so und so und können wir da vielleicht einen Kompromiss finden? Das finde ich immer eine schöne, dass man im Gespräch ist mit den Kindern. Das hat man ja schon mal in einem vorangegangenen Podcast erst vor dem hier, dass wir gesagt haben, geht immer ins Gespräch, nichts überstülpen, sondern gemeinsam tatsächlich einen Kompromiss finden. Und das finde ich da auch ganz wichtig. Aber was ich auch noch wichtig finde, habt ihr euch die Spiele mal angeschaut? Also auch mal so Interesse, ne? Was ist denn das, was da so viel Spaß macht? Ich will es auch mal sehen oder vielleicht auch mal kurz eine Runde spielen. Echt? Naja, das muss man nicht, aber ich finde so Interesse zeigen. Also ich glaube, es ist sowieso wichtig, auch zu wissen, mit was umgibt sich mein Kind, ja? Oder was ist dieser Reiz an dem Spiel? Was steckt da genau drin? Damit ich es auch nachvollziehen kann und für mich sagen kann, okay,
ja, es ist in Ordnung. Ja, das freut das Kind natürlich auch, wenn die Eltern interessiert sind an dem, was es tut. Ja, glaube ich auch. Und wenn nicht einfach gesagt wird, das ist doof, sondern auch gesagt wird, komm, zeig's mir, ich will es einfach kennenlernen. Also auch, dass die Eltern offen sind für die Neue. Es ist ja nicht mehr so wie früher. Viele Dinge haben sich ja geändert. Sie dürfen dazu offen sein und zu schauen und interessiert sein. Was gibt's denn Neues? Was ist denn interessant? Was machst du denn da? Ja, genau. Und das andere ist natürlich auch, dass es Rituale geben darf, oder? Also ich finde... Ja, Rituale sind ganz wichtig überhaupt in der Familie. Was bei uns jetzt auch ist, ich meine, das ist jetzt, wir reden jetzt über Computerspiel, aber ich finde, Handy trifft es auch. Gehört auch dazu. Trifft's auch. Naja. Und beim Handy würde ich auch sagen, wie jetzt bei uns gibt es eine ganz klare Regelung für alle. Also ich finde auch immer, die Eltern sollen sich manchmal auch an die eigene Nase packen. Das Handy bleibt weg vom Tisch beim Essen. Ja, also wird gegessen und danach wird bei uns noch gequatscht. Das ist bei uns so richtig der Austausch schlechthin, den ich sehr genieße und sehr schön finde. Und da gilt für alle, das Handy ist weg und es ist nicht am Tisch. Ja, es geht ja tatsächlich auch darum, eine Vorbildfunktion auch. Und die haben die Eltern ganz klar. Die Eltern haben eine Vorbildfunktion. Wenn der Papa oder die Mama die ganze Zeit am Handy sind zum Beispiel, dann können sie ja schwer erwarten, dass die Kinder es nicht tun. Ja. Also ist doch klar, das Kind... Gute oder schlechte Nachricht, sagst du öfter, schauen sich alles ab, die Kinder. Ja, die Eltern prägen extrem. Mhm. Und deswegen, das sind auch Sachen, wenn ich sage, alle halten sich dran, dann ist es okay. Ja? Also das halten sich Mama, Papa, Kind, Kinder halten sich daran, das Handy hat da nichts zu suchen. Oder da ist handyfreie Zeit, alles, was ihr ausmacht, alles gut. Ja? Also das ist nur, also dürfen sich auch alle dran halten. Ich schiebe ja ein bisschen. Das ist wichtig tatsächlich, dass es da auch eine Konsequenz in diesem, es dürfen sich alle dran halten, ist enorm wichtig. Es darf nicht sein, dass irgendwas vorgegeben wird von einem Elternteil und nachher nicht eingehalten wird. Ja. Das merkt das Kind und das übergeht dann diese Regeln. Und da sagt, oh, es ist süchtig, es übergeht Regeln. Ja. Aber es dürfen tatsächlich auch die Eltern dürfen wirklich diese Sachen auch einhalten. Wir sagen ja auch manchmal so ein Wackelkurs, ne? Ich sage was, ich stelle eine Regel auf und halte mich selber nicht dran, dann ist es fürs Kind klar, ich muss mich nie dran halten. Mhm. Das ist eigentlich ganz einfach. Und das ist wichtig, Kinder brauchen Grenzen. Und das machen viele nicht. Kinder brauchen Grenzen. Erinnert dich an ein Elterngespräch, das wir hatten, da saß ein Papa uns gegenüber. Der hat die ganze Zeit im Handy. Und hat die ganze Zeit am Handy rumgemacht. Während unserem Gespräch, Elterngespräch. Es war nur ein Gespräch zwischen den Eltern eines Kindes und Mama und Papa. Ja, und das ist so für uns dann nicht verwunderlich, wenn das Kind auch keine Grenzen kennt. Ja, hat es gut abgeguckt, ne? Ja. Ja, also da stellt Regeln auf, aber haltet euch auch als Eltern daran. Dann finde ich auch wichtig, es wird ja dann auch gesagt, die gehen auch nicht mehr raus oder es gibt nichts anderes mehr als Computerspielen. Und da finde ich, ja, dann mach doch mal was anderes. Es gibt tatsächlich da auch zu gucken, gibt es denn wirklich spannende Alternativen und das es muss also darf ja auch spannend sein und vielleicht ist es nicht für den 12-Jährigen spannend, mit der Mama ins Schwimmbad zu gehen oder so. Oh, da hatte ich mein Elterngespräch. Das ist jetzt eingefallen, oder? Das ist mir eingefallen, um dir das Wort zu geben. Das war gut. Also und zwar, das war echt ja schon ganz interessant, weil die Mama hat erzählt, dass ihr Sohn, egal was sie macht, er lehnt immer alles ab. Und dann hat sie ihm erzählt, ich mache extra eher Schluss in der Arbeit und mache extra eher frei. Und also es war in dem Fall Sommer. Und komme nach Hause und sage, komm, ich bin extra eher heimgekommen, damit wir jetzt noch ins Schwimmbad gehen können. Und dann hat der Junge hat gesagt, und der war damals 12, glaube ich, und der hat dann gesagt, oh nee, Schwimmbad habe ich jetzt nicht so viel Lust. Und da war sie so total getroffen und hat gesagt, boah, und da reißt man sich alle Beine aus, damit man ihr frei kriegt, jedes andere Kind würde mir um den Hals fallen. Und dann habe ich gesagt, nee, nicht jedes andere Kind. Und ich kann mich erinnern, als mein Sohn so in dem Alter war und wir ins Freibad gegangen sind. Ich weiß gar nicht, ob ich mit 12 noch mit durfte. Naja, auf jeden Fall, wenn ich mit durfte. Dann, also es gab eine Zeit und da ging es dann los und er hat gesagt, ja, wir können schon zusammen gehen. Aber du liegst da und ich liege auf der anderen Seite. Also so dieses, da ist es halt uncool, mit der Mama oder mit dem Papa zusammen zu liegen. Und es ist ja nichts Schlimmes, ja. Und ich... nur dieses, was ich toll finde, muss das Kind nicht toll finden. Das haben,
Fast synchron jetzt, oder? Ja, dann stimmt's bestimmt, sagt man immer. Und oder auch wenn Besuch kommt und man findet diesen Besuch so wichtig, aber das Kind kennt halt, egal ob es Verwandte sind, die selten kommen oder so, kennt's nicht und ich erwarte dann, dass es da sitzt. Also dieses. Und wenn es dann hochgeht, Computer spielt oder im Handy schaut, dann sagt man, ja, das ist wieder mal wichtiger als das. Ja, und dabei ist einfach nur der Besuch stinkelangweilig fürs Kind. Was ja auch nicht, was auch da, also ich habe mich auch früher verzogen oder ich musste auch manchmal dabei sein, aber das ist dann was stinkelangweilig und ich hatte nichts davon. Also ich finde so Anstands, Kaffee trinken oder so, alles gut, da ist man dann mal dabei. Aber ob sie sich zurückziehen und Computer spielen, am Handy spielen oder ob sie ein Buch lesen, ist ja nichts anderes in dem Fall, oder? Ja. Also, aber da wird dann gleich gesagt, ja, da ist Handy und Computer wieder wichtiger. Aber ich glaube, sie würden sich ja auch mit dem Buch oder mit Lego oder mit, ich treffe mich mit Kumpels draußen, zurückziehen. Ja, einfach, weil es wirklich, wie du sagst, es ist einfach langweilig und dann gibt es schönere Dinge zu tun. Ja, das, definitiv. Das kann auch ein Buchlesen sein. Ja. Und ich, ja, was ja mit dem anderen noch ganz wichtig war, fand ich jetzt in unserem Coaching dieses, was wir gerade eben schon erwähnt haben, da wird dann gesagt, wenn du dieses Jahr nicht schaffst, wenn du sitzen bleibst, dann verkaufen wir Konsole und Handy. Und das ist für uns völlig daneben. Ja, sowas löst ja keine Motivation aus. Dieses, wir nehmen dir irgendwas weg, du kriegst Ressentiments, du kriegst Strafen, du kriegst irgendwas. Da glauben noch die meisten, tatsächlich glauben da viele dran, dass das irgendwie motivierend auf die Kinder wirkt. Tut's nicht. Ja, und also was da auch wieder wichtig ist, wir verstehen das. Also das ist, es passiert ja, warum machen das Eltern überhaupt? Und das glaube ich wieder, es ist aus Fürsorge, aus Liebe und aus, ja, auch aus Hilflosigkeit. Das ist halt was, wo sie meinen, wo du, wenn du das auch schon mal gemacht hast, meinst, da treffe ich jetzt mein Kind mit. Dann wird der Ernst der Lage klar. Dann ist klar, ne, hier, wenn du nicht zusammenreißt, es geht hier um was Wichtiges. Nur ich glaube, wenn ein Kind mit schlechten Noten oder schlechten Zeugnis oder irgendwelchen schlechten Resultaten nach Hause kommt, ich glaube, dann ist das Kind schon ziemlich geduckt. Das ist Bestrafung genug. Das ist Bestrafung genug. Das fühlt sich nicht toll und sagt, super, ich bin jetzt, bleib jetzt sitzen. Oder yes. Super, ich habe einen 6 in Mathe. Oder fühlt sich kein Kind. Aber was ich mache, wenn ich es dann noch bestrafe, vor allen Dingen mit etwas, was es gerne macht. Also es wäre ja letztendlich genauso, wenn ich sage, es ist ein mega Fußballer und das hatten wir auch schon. Dann war die Strafe, du darfst nicht mehr ins Fußballtraining. Das ist ein großer Fehler. Ja, weil sie sich da auch, da kriegen sie auch mal den Kopf frei und letztendlich mal einen anderen Film, wenn man das so beim Spielen nimmt, ja, was gar nicht so verkehrt ist. Und aber das zu bestrafen, ist in unseren Augen falsch. Weil ich kann eher unterstützend sein, dass ich sage, du pass auf, brauchst du Hilfe? Ich bin für dich da. Ja, oder was nimmst du dir vor fürs nächste Mal? Oder was hast du denn für die Idee, wie du da rauskommst? Weil letztendlich, noch, das ist immer wieder so, die Noten und das Zeugnis sind die Noten vom Kind. Ja, und ich verstehe das schon, dass natürlich wollen die Eltern wollen ja nur das Beste für die Kinder. Sie wollen dass sie weiter was werden. Und deshalb machen sie so. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie sich selber gar nicht so richtig wohl dabei, also viele gar nicht so wohl dabei fühlen, indem sie immer sowas wegnehmen, so drakonische Maßnahmen. Sie möchten das gar nicht irgendwie. Sind aber so unter Druck gesetzt, dass sie sowas machen. Ja. Und das ist so in unserem Empfinden nicht so gut. Sondern im Gegenteil, unterstützt euer Kind in dem Fall. Und Unterstützung heißt, ich biete Hilfe an. Ja, und wenn das Kind hat dann die Option, nimmt es an oder nicht. Aber letztendlich ist es das Leben des Kindes und auch die Noten des Kindes. So hart, wie sie es anhört. Ja. Und ihr seid da als Eltern. Ich meine, das weißt du, eure Kinder wissen doch, dass ihr immer für sie da seid und dass ihr Hilfe anbietet, wenn sie Hilfe brauchen. Dann werdet ihr alles dafür tun. Was vielleicht noch ein Tipp ist, ist auch, wir sagen ja manchmal, lass die Kinder in die Verantwortung gehen. Ich glaube, beim Computerspielen finde ich eine Regelung ganz gut. Ja, klar. Dass man sagt, so, pass auf, wir machen jetzt so und so lange.
setzen wir uns gemeinsam hin und uns ist wichtig, was weiß ich, dass du auch noch mit deinen Freunden rausgehst, dass du vielleicht noch Rad fährst. Lustig ist, dass viele Kinder das sogar machen. Also, dass viele auch sagen, ich darf nur 1,5 Stunden am Computer spielen und die auch nur am Stück. Das ist total blöd nach den Hausaufgaben, weil danach brauche ich nicht mehr rausgehen, weil es schon dunkel wird. Ne? Also, mein, jetzt wird es dann langsam wieder heller, weil es Sommer wird. Aber dieses, das ist auch so verrückt. Ne? Dann wird geschimpft, weil die Kinder nicht mehr rausgehen, aber es geht nicht, weil die Computerzeit so blöd gesetzt ist. Also das würde ich auch noch berücksichtigen, dass ich sage, okay, du darfst so und so lang und das wieder auch wieder zusammen. Ja, oder? Ich glaube, es ist wichtig, mal das Ganze so ein bisschen, das Drama da ein bisschen rauszunehmen. Es ist oft so, ja, wirklich so ein Drama, ganz schlimm und da, ja, das mag es in einigen Fällen natürlich auch sein. Nur es ist nicht in allen Fällen so, wie ich das ganz oft oder wie wir das ganz oft vernehmen. In 97% der Fällen ist es kein Problem. Das muss man ja auch mal sagen, ne? 3% sind die, die süchtig werden und 97% eben nicht. Aber es ist so eine Hysterie da drin, als wenn jeder süchtig wird. Ja, das sind auch oder ist Medien, die dazu beitragen und das so ein bisschen antriggern, ja, das Ganze. Ja. Und das ist übertrieben. Ist nicht so. Also, und das ist auch, ich glaube, das macht auch viel aus, dass dann die Eltern auch sagen, boah, aber nicht, also Angst davor haben, dass das Kind süchtig wird. Und ich glaube, das dürfen wir rausnehmen. Ja. Dass dieses, und das kriegt ihr locker hin, ja. Ich glaube, alle Eltern lieben ihre Kinder und wollen nur das Beste für sie. Und ich glaube, mit den Tipps, also guck doch mal, was dein Kind da spielt, interessier dich dafür, mach gemeinsam Aktivitäten. Und da würde ich nicht, das ist auch noch wichtig, nicht das, was, also wenn ich jetzt meinem Sohnemann sage, der ist jetzt 17,5, geht gerade aufs Abi zu, und ich sage, boah, ich würde mal wieder gerne ins Zoo fahren. Fährst du mit, dann und er hat da vielleicht nicht so viel Bock drauf, wobei er gesagt hat, er würde schon, wenn er jetzt nicht fürs Abi lernen müsste. Aber ja, also ich würde auf jeden Fall was vorschlagen, was er halt sagt, nee, habe ich echt keine Lust drauf. Ja, okay, dann ist es das nicht. Dann sucht doch gemeinsam, was euch gemeinsam gefällt. Also ich finde auch, das ist wichtig, drüber zu sprechen. Und dann wird es ja eh oft, also manchmal sind sie auch vielleicht nicht so gut drauf, aber nachher wird es eh meistens immer wunderschön und das wissen die Kids dann auch zu schätzen. Und dann eben auch ausmachen, ne? Gemeinsam ausmachen, wie lange bist du am Computer? Und das andere waren noch die Rituale, legt fest, dass es beim Essen, sitzt ihr alle gemeinsam am Tisch und da ist zum Beispiel Handyverbot oder was auch immer ihr für euch wichtig ist. Aber das, daran halten sich dann alle. Ja, und es ist ja auch so, dass man mit den Kindern durchaus auch sprechen kann, ja, tatsächlich da Kompromisse finden kann. Die sind doch bereit dazu. Und wenn das alle, immer. Wenn alle bereit zu Kompromissen sind, dann ist es auch einfach, Harmonie in der Familie wiederherzustellen. Das ist zum Beispiel, was wir immer feststellen, wenn wir den, also neben dem Computerspielen, was ein großes Thema ist bei uns im Coaching, meistens von Elternseite oder von den Kindern aus, die dann sagen, meine Eltern reagieren da so streng. Genauso ist das andere Thema, das Handy-Thema, ein sehr heftiges. Und immer, wenn wir die Kinder fragen, bist du denn vom Handy abgelenkt beim Lernen? Dann, man glaubt es kaum, sie sagen alle, ja. Und dann sagen wir, okay, was könnte die Lösung sein? Ja, also wir geben sie auch nicht vor. Wir sagen dann auch nicht, hey, du musst das Handy dann ausmachen und legst am besten noch raus oder ne, gib's deiner Mama oder deinem Papa. Das würden wir nicht tun. Das entspricht nicht dem Coaching-Stil, sondern wir würden sagen, okay, was könntest du tun? Und dann kommt schon, dass sie sagen, ja, ich könnte es ausmachen. Ne? Und dann sagen wir auch, hey, du verpasst ungefähr 53 Chat-Nachrichten. und dann kommt so, vielleicht legst du doch besser raus. Ja? Aber das, da kommen sie selber drauf. Und das, glaube ich, weißt du genauso wie alle anderen auch. Wenn ich das selbst entschieden habe oder selbst auf diese Idee gekommen bin, dann halte ich mich auch dran. Weil es geht um meine Sache, es geht um mein Lernzeug, es geht um mein Ziel, was ich mir vorgenommen habe. Ja, und auch nochmal dran denken, dass man wirklich eine Vorbildfunktion als Elternteil hat. Ja? Dann nochmal dran denken, auch zu sagen, ich lege das Handy jetzt mal weg und gucke nicht die ganze Zeit da rein. Was viele Eltern tatsächlich auch manchmal machen. Ah, das muss ich jetzt erzählen. Was ich letztes Mal in Hamburg gesehen habe. Also was hast du gesehen? Wir hatten Lerncoach-Ausbildung in Hamburg und sind dann danach abends noch essen gegangen und dann habe ich eine Mama gesehen. Ach, das hatte, mit dem Handy. Die hatte an dem Kinderwagengriff die Handyhalterung und da war das Handy drauf und es war genau in Blickrichtung vom Kind. Und da denke ich mir, hey, da ist das ein Baby oder ein Kleinkind, was den Blickkontakt zur Mama sucht, kann es aber gar nicht sehen, weil genau vor dem Gesicht der Mama ist diese Handyhalterung. Und da sage ich, hallo, da geht's da schon los, weil wenn ich mein Kind da schon präge, das Handy, dieses Gerät ist wichtiger als du, dann finde ich das total erschreckend.
Und da finde ich echt, es kann doch nicht sein, dass wir da eine Handyhalterung hinmachen, oder? Gerade dahin. Oh. Mir fällt nochmal das kleine Büchlein ein. Kennst du es noch? Papa, wann schläft dein Handy? Ja. Und das sagt auch viel. Also da lasst uns auch uns an die Nase packen und da darf ich auch. Also bei uns ist Handy auch was, was wir in der Firma super nutzen. Also wo man auch sagen kann, das hat ja auch Qualität. Ja, es ist ja auch super, dass man überall erreichbar ist oder die Mails auch mal schnell von unterwegs beantworten kann. Nur wir dürfen dabei auch wir nicht vergessen, dass wir auch immer noch mit unseren Kids reden. Ja. Ja, also ich glaube, dass wir da auch, wenn wir ehrlich sind, eben auch sagen können, ah, ja, okay, da habe ich doch auch mal ein bisschen schnell geguckt und länger geguckt und nicht zugehört oder nur mit einem Ohr zugehört. Ne? Es ist also, ja okay, das kann natürlich auch Eltern, passiert ja auch Eltern. Ich darf es halt ehrlich sehen und ehrlich sein und und dann auch nicht schimpfen, wenn die Kids das anders oder genauso machen. Ja. Genau. Und jetzt glaube ich, haben wir mal so ein paar Tipps vielleicht und ein paar auch Infos, um da den Druck so ein bisschen rauszunehmen. Oder diese Hysterie. Und ich glaube, es ist absolut eine große ein bisschen Hysterie. Entspannung, ne? Es ist, ich glaube, Computerspielen ist per se nicht schlecht. Ich kann auch sagen, was hat das für Vorteile? Ich meine, bei Fortnite oder Minecraft, du brauchst auch Strategien. Ja, du musst vielleicht auch schnell sein und kreativ sein und deine Fantasie wird angeregt und das ist alles, sind sogar Vorteile fürs Lernen. Also ich kann auch da positive Dinge rausziehen. Was natürlich nicht sein darf, das ist, und da nochmal, das sprechen wir von 3% von allen 12- bis 17-Jährigen, die da Computer spielen, dass es in eine Sucht abdriftet, aber das, ich glaube, das merkt ihr dann und dann kann man professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, die Eltern dürfen auch wieder drauf hören, auf das Gefühl, was sie haben. Ja. Ist das an so einem Punkt, wo das nicht mehr kontrollierbar ist, dann ist es dann auch schon wichtig, dann vielleicht sich jemanden zu holen. Und wenn wir, also das, was wir schon gehört haben, wo jemand computersüchtig war, da muss man ganz ehrlich sagen, da war auch davor, gab es keine Regeln und keine Grenzen. Also oft ist es auch was, weiß ich, ne, da auch kein Vorbild oder dass man gesagt hat, bis hierher nicht weiter, auch nichts, was vereinbart war oder so. Also das ist oft manchmal auch hausgemacht, glaube ich. Ja, sicher. Ja. Okay, was ich heute noch, ich hoffe, ihr könnt mit diesen Tipps ganz viel anfangen und auch euch mal ein bisschen entspannter zurücklehnen, auch wenn die Kids computern. Oder zocken, wie sie ja immer sagen. Und was ich euch noch sagen wollte, oder wir, die unsere neue Gruppe, Facebook-Gruppe, unsere geheime, geschlossene Facebook-Gruppe, wächst und wächst. Und das ist wunderschön. Ich finde den Austausch klasse, weil da treffen sich wirklich Eltern und Coaches. Also es sind auch viele Lerncoaches drin. Die sich gegenseitig austauschen, wenn jemand eine Frage hat, jeglicher Art, alles was zur Schule, Lernen, Erziehung an Fragen da ist, darf da gestellt werden und ihr kriegt echt geniale Antworten. Ich finde es so toll, wie sich da gegenseitig unterstützt wird. Und das in einem geschlossenen Rahmen. Ich verlinke die Gruppe. Also wenn du bei Facebook bist, dann schau doch einfach mal rein. Die Gruppe heißt Ohne Nachhilfe geht's auch. Und und vielleicht bist du auch bald dabei. Das ist wirklich eine super kreative Gruppe, die sehr fürsorglich ist, mit super viel Input, wo für jeden was dabei ist, finde ich so. Ja, also ja, so wie so eine Gemeinschaft, schön. Ganz schön. Es ist echt schön, was alles da für Tipps schon gegeben wurden und wie hilfreich es für viele war. Also jetzt schon, obwohl es sie gerade mal einen Monat gibt, wenn überhaupt. Ne? Ja, und 246 haben wir, glaube ich, jetzt schon, jetzt, oder? Jetzt, dem Stand 43, jetzt. 43, oder? Ja. 46. Und komm dazu, es ist, wir können es echt nur empfehlen, es ist echt wirklich, wirklich schön und wertvoll und darum geht es uns immer, nämlich wir haben immer noch das Ziel, die Welt lernstressfrei zu machen. Ja, und entspannter und harmonischer, happy in harmony. Eben happy in harmony. In diesem Sinne freuen wir uns dann auf dich nächste Woche. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Jetzt noch eine geniale Zeit für dich und deine Schöne Family. Zeit. Genieß es und wir sehen und hören uns nächste Woche. Hab eine gute Zum Zeit. Zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.